Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Nett, dass Sie gekommen sind. Wie hätten Sie es denn gern? Wollen Sie lachen, meine Damen? Wollen Sie saufen, meine Herren? Wir tun, was Ihr Herz begehrt. Wie hätten Sie es denn gern? Wir sind so glücklich, dass Sie hier sind, und wir hoffen, wenn Sie gehen, dass Sie allen anderen sagen, es war wunderschön. Und guten Abend, meine Damen, guten Abend. Nett, dass Sie gekommen sind. Du würdest aber langsam albern. Hey Frau, darf ich mal wissen, unter welchem Sternbild Sie geboren sind? Erzählen Sie nicht, Sie sollten es mir nur sagen. Aber Frauen haben ja das Bedürfnis, entweder Sie können erzählen oder Sie sagen ja nichts. Ich muss nicht testen, ich muss wissen, was wir nachher bringen müssen, um Sie in die für den Umsatz ausschlaggebende Stimmung zu bringen. Das ist nicht meinetwegen, denn ich kriege für meine Tätigkeit, die im Moment hier ausübe, nichts bezahlt. Das lässt die Steuer, die moderne Art der Christenverfolgung gar nicht zu. Das wissen die meisten Menschen nicht, das kannst du immer wieder sehen. Sie können in Ihrem Betrieb, vielfach müssen Sie es ja so, ja, zwei oder drei Tätigkeiten ausüben, wenn Sie die Zeit und die Kraft dazu haben. Können Sie sich aber nicht honorieren lassen. Ich kann nicht sagen, ich habe meinen Betrieb geleitet, aber außerdem auch die Arbeit eines Buchhalters machen müssen. Kann ich nur einen Buchhaltergehalt hier, gibt's nicht. Lässt das Finanzamt nicht zu, oder ich könnte sagen, ich hätte einen Toilettenmann vertreten. Schreibe dann am Monatsende auf die Gehaltsliste einen Toilettenmann, 1000 Mark. Geht nicht, kommt das Finanzamt, sagt, der lebt sowieso von Überschüssen und im Allgemeinen ist das nicht angängig. Worauf Sie klar sehen können, dass es zweierlei ist, ob Sie mit Geist oder Hände Arbeit Werte schaffen oder ob Sie nur einen anständigen schraffierten Hintern brauchen, um Ihre Dienstjahre abzusitzen. Aber ich nage deswegen nicht am Hungertuche zu Ihrer Beruhigung. Ich habe mir wie jeder andere Freischaffende eine Nebenbeschäftigung verschafft. Vielleicht rotiere ich auch auf Ihrem Schallplattenteller, ohne dass ich hier in irgendeiner Weise Reklame für meine Schallplatten gemacht haben möchte. Da Sie selben sowieso in jedem Fachgeschäft kriegen können. Ihr könnt irgendein Simpel denken, guck mal, jetzt macht der für seine Schallplattenreklame. Ich denke gar nicht daran. Die gehen sehr gut. Die müssen sie ja sowieso haben, weil die in jeden gepflegten Haushalt hineingehören. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause mit sich alleine rum, langweilen sich. Was machen Sie dann? Legen Sie meine Platten auf, schon wird es gemütlich. Schon der Gedanke lässt Ihnen lachen, nicht wahr? Vielleicht wollen Sie Ihren Schrebergarten einweihen. Oder Ihren Gummi-Swimming-Pool. Oder einen anderen Gegenstand, kann ja selber Material sein. Sie wollen was einweihen. Haben Sie einen Haufen Leute eingeladen, wie man das heute so macht? Macht ja keiner mehr was alleine. Sie sehen ganz klar, wenn das mit dem so weitergeht, der ganze Abend im Dings, im Eimer, dankeschön, ja. Was machen Sie dann? Legen Sie meine Platten auf. So wäre es ja lächerlich, wenn jemand unterstellen wollte, ich wollte für meine Schallplatten, die Sie sowieso in jedem Fachgeschäft kriegen können, hier in irgendeiner Weise Reklame machen. Naja, das, Kinder, ihr müsst ja sagen, was ihr wollt. Ich meine, wir haben das ja gerade in den letzten 20 Jahren so mitgesehen, wie sich das so entwickelt hat, nicht wahr? Wenn früher so ankam am Bahnhof so eine Tagung oder was, eine Konferenz, dann fielen sie in die Knie und sagten, Heidelberg, Stadt des Geistes, ich grüße dich. Heute kommen sie an. Keine Weiber hier. Und dann rasen sie rum und suchen mit aller Gewalt, wer viel Geld hat, was sie zu Hause umsonst haben können. Und hier läuft ja wenig rum. Das bisschen, was rumläuft, geht für den Export weg. Stellen Sie sich mal vor, eine Stadt wie Heidelberg, Stadt des Geistes, musste da so ein Eros-Center genehmigen. Schon viel zu klein, sind nur 35 Hobel Arbeitsplätze drin. Mussten sie ja schon die Zeit begrenzen, die Öffnungszeiten, weil sie Angst gehabt haben, dass sich da vielleicht irgendwie ein Brand entwickelt durch die Überhitzung. Sie sagen es überdeutlich. Und jetzt geht nur mittags von 12 bis abends um 0 Uhr, dann muss Schluss sein, dann werden die Hydranten in Tätigkeit gesetzt. Aber das sind ungeachtet, lass uns fröhlich sein, Tandradei. Frühling! Der Lenz ist da. Die Lerchen sprießen.
Mir wird zinnoberrot vor Lust. Giraffen weiden auf den Wiesen. Ein Löwe rauscht in meiner Brust. Pauline. O schmucke Jahreszeit voll Segen, die du den schwächsten Mann ermannst. Man möchte plötzlich Eier legen. O lieb, solang du lieben kannst. Pauline. Pauline! Mädchen, lass dich küssen. Schau. Schau, wie es ringsrum keimt und quillt. Auch du wirst demnächst knospen müssen. Ich meinerseits bin sehr gewillt. Pauline. Schon wuchern Primel und Syringen. Und auch der zarte Perlkocks wächst. Du fängst mich ein mit schlauen Schlingen. Die Sinneslust hat uns behext. Pauline. O stramme Jahreszeit voll Segen. Das Zwerchfell dröhnt. Wer war das? Die Seele hofft. Gleich geht es los mit Eierlegen. O lieb, so lang du und so oft. Pauline. Wie heißen Sie? Fragte der Beamte einen in den Westen gekommenen Polen. Wirtzebubzebritzki. Was haben Sie bisher gemacht? Ich stand in der dritten Zeile auf der Prüftafel eines Augenarztes. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, wird der Park zum Volksgestüt. Doch auch ohne Flieder tut man es immer wieder. Schlecht ist auch der. Zwei Männer treffen sich im Herrn Dings da. Das war ein großer und ein kleiner. Der Kleine blinkert immer mit den Augen. Sagt der andere, Augenlein? Nein, spritzt so. Ein älterer Herr besucht seinen Hausarzt und klagt, er fühle sich impotent. Wann hatten Sie denn dieses Gefühl? Sagt der Herr, ja, einmal gestern Nachmittag, zweimal heute Nacht und heute Morgen schon wieder. Zeitungsannonce. Mann sucht Herrn, der Dame spielen kann. Ja, so ist es. Die schlichte Frau aus dem Volke sagt, ich gehe zum Doktor. Die Frau Direktor sagt, ich konsultiere meinen Hausarzt. Das Freudenmädchen sagt, ich gehe zum TÜV. In eine ländliche Apotheke kommt ein kleiner Junge und sagt, meine Mutter hätte Schitterie. Aber Junge, sagt der Apotheker, so drückt man sich doch nicht aus. Wenn es geht, dann kannst du es ganz anders sagen. Dann sagst du, hat Diarrhee oder einen langen Gang.
Ja, den hat's auch voll Schäden. Frau Geheimrat ergriff die Hand des Klavierlehrers ihrer Tochter, führte sie zur Nase und sagte hoheitsvoll: Mein Herr, Sie sind entlassen. Ja, da ist das alles aus dem Leben gegriffen. Ja, da muss ich da gerade an diesen wunderbaren Pfarrer denken, der so emsig für eine neue Kirche gesammelt hatte. Es war schon nahezu herzzerreißend, wie er sich bemüht hat. Als alles so weit war, da stellte sich doch raus, dass nur 8.000 Mark fehlten. Was jetzt bloß wohl die 8.000 Mark herholen? Ich weiß, die Kirche gibt ja nicht gerne was her. Die müssen ja sehen, wie die Gläubigen, nicht? Wie sie das fertig bringen. Schließlich hat er von der Sache gehört, im Fernsehen, alles oder nichts. Und da hat er gedacht, das wäre eine Gelegenheit, vielleicht die 8.000 Mark noch zu kriegen. Und hat sich da gemeldet. Wurde auch eingeladen, bitte sehr. Sehr gerne möchten wir Ihnen helfen, aber wir können Ihnen leider keine extra Möglichkeiten geben. Sie müssen im Rahmen des allgemeinen Üblichen mitmachen. Wir stellen Ihnen Fragen, natürlich aus Ihrem Metier, aber die müssen Sie schon beantworten. Na ja, das will ich dann auch tun. Der Tag kam ran und es ging los. Da, jetzt kommt der Herr Pfarrer sowieso und setzte sich rein. Erste Frage. Herr Pfarrer, was denken Sie bei der Zahl 10? Natürlich an die 10 Gebote. Wunderbar, bestanden. 1.000 Mark. Nächste Frage, wieder für 1.000 Mark eine. Was denken Sie bei der Zahl 12? An die 12 Apostel natürlich. Jawohl, wunderbar. 2.000 Mark bekommen Sie. Jetzt haben wir noch eine Frage zu 1.000 Mark. Was denken Sie bei der Zahl 3? Natürlich an die heiligen drei Könige. Gut, 3.000 Mark. Gratuliere. Wollen Sie weitermachen oder wollen Sie aufhören? Ich möchte gerne weitermachen. Gut. Jetzt wird die Frage natürlich etwas schwieriger. Wieder noch eine Frage zu 1.000 Mark. Und die das Ganze können Sie nachher verdoppeln. Das wollen wir jetzt mal sehen. Vierte Frage. Was hat Eva gesagt, als sie Adam erstmalig ohne Feigenblatt sah? Das ist aber ein Ding. Stimmt. Nun können Sie verdoppeln. Möchten Sie oder möchten Sie? Jawohl. Also jetzt die Frage, die entscheidende. Was hat Adam gesagt, als Eva ihm erstmals mitteilte, dass er von ihm ein Kind erwartet? Ich hätte doch früher aufhören sollen. Stimmt, Sie haben gewonnen. Tja. Wunderbar, wunderbar. Das wird mal sehen. So, in diesem Sinne, God Save the Queen, ein neues Buch schlagen wir jetzt auf. Dackeldrama. Die Dackelhündin Gutelind wollte gar zu gerne ein Dackelkind. Doch Dackelpapas gab es nicht in diesem Dorfe Dunkelficht. Nur eine Bernhardinerzucht. Besitzer war Baron von Wucht. Wenn nun Gutelinde läufig war, es war sie wohl zweimal im Jahr, lief sie voll Hoffnung hin zum Zwinger, verliebt wie alle jungen Dinger und glaubte in ihrer Liebespein, es kann auch ein Bernhardiner sein. Das Blut der Bernhardinerrüden, das brachte sie nun bald zum Sieden. Sie zeigte alles, was sie hat, wie lose Mädchen in der Stadt. Die Bernhardiner insgesamt, die murmelten, verdammt, verdammt. Den Sex, den gibt's nicht überall. Nur in Paris, am Place Pigalle. Und sie erklärten, jederzeit sei man für alles gern bereit. Doch als man schreiten wollte zur Tat, da brummten sie, wie schad, wie schad. Das hat doch alles keinen Sinn. Das haut doch technisch gar nicht hin. Der Unterschied ist viel zu groß. Was tut man in der Lage bloß? Da
Denn jeder Wunsch bleibt Theorie, denn praktisch klappt das meistens nie. Zu hoffen gab's da nichts in Bälde. Vier Hunde gibt's kein Wandewälde. Ganz traurig ging die. Ganz traurig ging nach Haus die Lind mit wenig Hoffnung auf ein Kind. Sie betete im Körbchen dann: Ach Hundefee, komm, hör mich an und hilf mir doch in meiner Pein. Lass mich ein bisschen größer sein. Darauf schlief gute Linde ein. Am Morgen, als sie aufgewacht, mein Gott, wer hätte das gedacht? Verschoben war ja die Figur. Sie war am Kopf ein Dackel nur. Doch hatte sie ganz lange Beine, wie von den Bernardinern eine. Sie rennt und springt zum Hundestall und ruft: Seht, meine Freunde, all, ein Wunder ist doch hier geschehen. Da bremst sie plötzlich und bleibt stehen. Die gute Lind wird leichenblass. Was ist denn los? Was ist denn das? Hier muss ich mal kurz unterbrechen, um vom Baron von Wucht zu sprechen. Der hatte nämlich in der Nacht die Bernardiner weggebracht. Und gar nicht lange sich besonnen und eine Dackelzucht begonnen. Dackelrüden gab's nun in Masse, von allerbester, feinster Klasse. Das Schicksal gute Lind betrog, sie war jetzt leider viel zu hoch. So machte gute Linde Schluss und warf sich von einem Autobus. Und die Moral? Ihr lieben Mädchen hier im Saal, das merkt euch ein für alle Mal. So wie ihr seid, so seid ihr richtig. Auch kleiner Wuchs ist niemals wichtig. Wünscht euch auch keine Korrektur an eurer eigenen Figur, sonst geht's euch mal wie gute Lind und ihr kommt niemals zu einem Kind. Leicht findet ihr den richtigen Mann, schaut vorher euch die Größe an. Der rationierte Mann, eine düstere Vision. Menschen gibt es viel zu viel. Daher ist es jetzt das Ziel, diese riesenhaften Mengen zu begrenzen, einzuengen. Denkt der Mensch an übermorgen, hat er nämlich Nahrungssorgen. Denn wie soll er sich ernähren, wenn es nur nicht so viele wären? In Amerika ein Mann, der sagt, wie es einmal werden kann. Nicht nur kann, nein, wie es wird. Und ich glaube, dass der nicht irrt. Kinder zeugen frisch und frei. Dieser Traum ist nun vorbei. Man will keine Quantität, sondern Superqualität. Rationell fängt man das an. 1000 Frauen, je ein Mann. Eine Auswahl ist von Männern, ausgesucht von Menschenkennern, die man hegt und auch sehr pflegt. Und all diese Edelknaben sind das Beste, was wir haben. Und die sollen, ehe sie sterben, uns ihr Erbgut noch vererben. Was ich sage, klingt brutal, doch wir hatten es ja schon mal. Ungefähr vor 30 Jahren wollte man Rassemenschen paaren. Nur aus deutschem Schrot und Korn. Damals hieß das Lebensborn. Die Borniertheit ging bald ein, in Zukunft soll es nun wieder sein. Will eine Frau ein Kind, geht das langsam, nicht geschwind. Denn dann wird das bürokratisch, aber äußerst demokratisch. Nächtelang bei sich zu Hause füllt sie Fragebogen aus. Und bei Erbgut schreibt sie: Ja, ich bin Handelsklasse A. Schließlich kriegt sie dann Bescheid, ihr Bezugsschein liegt bereit. Der Termin ist 5. Mai, bitte pünktlich 10 vor 3. Denn bereits um 3:30 steht die nächste vor der Tür. Diese Zeit reicht insgesamt, Unterschrift, das Zeughausamt. Kommt es wirklich mal so weit, wie es der Ami prophezeit,
Partnerwechsel geht nicht mehr. Vielleicht schwarz. Doch das ist schwer. Jedem Mann, ich raten müsste, meldet euch zur Auswahlliste. Ich von mir aus kann nur sagen, ich habe mich längst eingetragen. Meine Damen, greift dazu für ein kleines Rendezvous, so mit mir, zwecks Handeradei. Heute bin ich noch magenfrei.